Bro, das Spiel, was wir heute spielen, ist was Besonderes. Obwohl, es sollte einem Angst machen, dass seitdem ich das Spiel installiert habe, überall schwarze Kästen auf meinem Bildschirm sind. Das ist unberuhigend. Und ja, ich weiß, mein Desktop ist nicht aufgeräumt, aber bist du besser? Bist du besser? I doubt it. I doubt it. Das Spiel, was wir heute spielen, heißt Mirror Layers und das Besondere an dem Spiel ist... Wie soll ich das erklären? Um das Spiel zu lösen, musst du... Junge, wie soll ich das erklären? Du kannst das Spiel nicht im Spiel lösen. Oh mein Gott! Um in diesem Spiel weiterzukommen, musst du etwas in deinen Dateien ändern. Wie genau das funktioniert, weiß ich selber nicht. Ein Idiot. Ich habe sie offensichtlich noch nicht gespielt. Aber das ist auch das Einzige, was ich über das Spiel weiß. Seid gespannt. Oh, ich habe meine Kopfhörer gar nicht angeschlossen, verdammt. Bist du dumm. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst gerne ein Like. Ist auch nur ein Klick. Mirror Slayers Play. Okay, wir wurden irgendwie extrem schnell in das Spiel reingeworfen. Und nicht in irgendeine friedefreie Eierkuchenwelt, sondern in einen dunklen Gang. Wir haben dich nur gefragt, ob du uns einen Teil von dir gibst. Ein Teil von deiner Identität. Nein, danke. Wenn ich euch einen Teil gebe, ist es wahrscheinlich mein Fuß in eurem Popo. Ich habe eine neue Datei in deinem Dokumenteordner geöffnet, welche Informationen über deine Persönlichkeit sammelt. Oh mein Gott. Das wird krass. Mir läuft's einfach jetzt schon eiskalt den Rücken runter. Also bitte... Teile sie mit der Welt. Ein paar Aufgaben brauchen eine echte Kooperation. Benutze den Computer, wenn du Hilfe brauchst. Sei nicht schüchtern. Ich hoffe, das Spiel hält, was es verspricht. Weil wenn, dann wäre das echt krass. Oh, was könnte hinter dieser einsamen Tür sein? Das absolute Dunkel. Hallo? Ist irgendjemand da? Irgendwie kommt mir das Spiel doch so leer vor. Was? Wo bin ich jetzt? Ist das mein Zimmer? Können wir hier... Oh, wir haben eine ganze Wohnung zu erkunden. Perfekt. Wenn das mein Zimmer ist, dann ist das hier wohl das Wohnzimmer. Und in jedem Zimmer sind irgendwie so komische Uhren. Wohin kommen wir hier? Ist das dein Ernst? Das sieht aus wie irgendein gruseliger Altar. Wo lebe ich denn bitte sehr? Mit einer Statue. Eine Verbindung zwischen dieser Welt und der Welt, in der du lebst. Oh, okay, also ist das hier der Verbindepunkt. Eine Statue von einem weiblichen Torso. Der Punkt ist auf jeden Fall noch wichtig für das Weitergehen des Spiels. Können wir sonst noch irgendwas hier tun? Irgendwas muss doch möglich sein. Irgendwo müssen wir doch ein Rätsel haben, was offen ist. Hier ist ein Spiegel. Das Spiel heißt ja Mirror Slayers. Und noch zwei weitere Zimmer. Wieso ist in jedem Zimmer so eine doofe Uhr? Ich mag die nicht. Und ich glaube, hier endet auch schon die Wohnung. Das war's. Oh, hier ist ein Notizzettel. Ich wollte mir nur den Zettel nebenan angucken. Plötzlich sitze ich am PC. Oh, Kommandoliste. Wir können Help eingeben. Was passiert dann? Irgendwie passiert nichts, wenn wir... Okay. Es gibt eine Gruppe für das Spiel. Statue Input. War das die Statue, wo wir vorhin waren? Und hier ist der Output. Der Ordner ist auch leer. Die Seite, auf die wir weitergeleitet worden sind, heißt Facebook. Obviously nicht das echte. You stupid. Gruppe Beitritt. Hä? Huh? Was soll ich denn da beitreten? Ich vertraue doch keiner Seite, die sich einfach so öffnet. Okay, das zeigt uns auf jeden Fall, da steckt mehr hinter dem Spiel. Resume. Können wir weg vom PC? Ja, das heißt, wir mussten nicht direkt an den PC. Ich denke, um die Facebook-Seite und die Ordner zu nutzen, müssen wir irgendwas noch im echten Spiel rausfinden. Oh mein Gott, das ist die Zeit meines PCs. Momentan haben wir 11.38 Uhr. Alter, das ist echt creepy. Das ist übertrieben creepy. Wieso habe ich in so welchen Spielen eigentlich nie ein Spiegelbild? Hallo? Hallo? Oh, da hängt ein Körper. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Körper ist. Das könnte auch eine Puppe sein. Der Schatten der Puppe ist creepy. Was mit der Uhr passiert? Die Uhr hat sich auf 12 Uhr gesettet. Gut, dass wir vorher nochmal auf die Uhr geachtet haben. Jeder Raum hat sich irgendwie verändert. Wo ist denn mein Zimmer? Ich möchte zurück an meinen PC gehen. Vielleicht ist da irgendetwas. Weil mein PC... scheint der Bindepunkt des Spiels zu sein. Oh mein Gott. Dieses Bild ist mehr als hässlich. Ich würde es abhängen. Oh Gott. Ich fühle mich nicht gut, hier drin rumzu... Oh, wir haben einen Schlüssel. Mit einer 4? Kein Plan, was das bedeuten soll. Irgendwie höre ich einen komischen Sound. Das macht mir Angst. Oh mein Gott. Das kam aus dem Schlüssel? Aus dem Spiegel? Was ist das? Was verfolgt mich da? Ich habe Angst. Und wie entkomme ich dem? Der läuft jetzt die ganze Zeit hier rum. Und das macht mir Angst. Alles cool soweit? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Interessantes? Wo war die Statue nochmal? War sie hier? Das fühlt sich auf jeden Fall richtig... Was ist das? Eine Kiste? Mit der Nummer 1, aber wir haben Schlüssel Nummer 4. Okay, interessant. Oh!
kann zwischen der Zeit mit dem Spiegel springen. Wir haben jetzt einen Schlüssel mit der Nummer 4 und hier hinten war ja irgendwo der Kasten mit der Nummer 1. Ich habe jetzt Schlüssel Nummer 4. Was will ich damit? Okay, alles verändert sich, wenn wir auf diesen Spiegel drauf drücken. Vielleicht probiere ich es wieder in dieser Facebook-Gruppe. Help! So. Jetzt kommen wir hier auf diese Seite. Leute, wer ist das? Es ist so gruselig. Es ist irgendjemand und du musst ihm helfen, sein Bein wieder zurückzubekommen. Long Leg Larry. Du brauchst Schlüssel 4, um die Truhe zu öffnen, die dort ist, wo in der echten Welt das Totem ist. Du solltest aber zuerst sein Bein finden, ne? Es wird erscheinen in dem Raum, wo du Schlüssel 2 findest. Ich verstehe das nicht. Ich brauche Schlüssel 2. Brauche Schlüssel 4. Ich hab es. Brauche Schlüssel... Hä? Das hier ist eine Trading-Seite. Ich habe Box Nummer 1 und habe Box Schlüssel Nummer 4. Das heißt, ich brauche Schlüssel Nummer 1. Ich brauche Schlüssel 1. Kann mir jemand helfen? Guck auf dieser Seite. Jemand hat einen Link zu allen Keyfiles geschickt. Okay, dann durchsuchen wir jetzt einfach mal die Seite. Das kann ja Ewigkeiten dauern. Oh mein Gott. Hier ist Schlüssel 1. Der Inhalt ist derzeit nicht verfügbar. Wow. Ich musste mich jetzt tatsächlich bei meinem alten Facebook-Account anmelden, damit ich die ganzen Dateien sehen kann, die man hier hochlädt. Und jetzt habe ich endlich den Post wieder gefunden. Das ist so eine richtige Community-Seite. So viele Leute posten. Guckt mal an, wie klein dieses Scroll-Rädchen ist. Ich musste so weit nach unten scrollen, um das hier zu finden. Hier ist Schlüssel 1. Okay. Und wie läuft das jetzt? Download complete? Ich bin übrigens gerade bei Opera drin. Ist schon riskant, auf so einen random Download-Link zu klicken. Lass mich probieren, die Datei hier reinzuziehen. Wirkt das? Weil das eine heißt ja Statue Input. Und ich schätze mal, jetzt müssen wir Richtung Statue laufen. Oh mein Gott! Was redest du? Das funktioniert wirklich? Ich habe das Spiel nicht mal neu gestartet. Okay, okay, okay. Das ist wirklich krass. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, ich mache irgendwas falsch, aber das ist so... Oh mein Gott. Ich bin richtig beeindruckt. Ich bin richtig beeindruckt. Okay, jetzt wechseln wir ganz schnell die Welt. Wir hoffen nur, dass der Zombie, der hier rumläuft, nicht gerade bei uns ist. Und jetzt laufen wir ganz schnell in die Richtung rein. Und wir haben die Box geöffnet, oder? Ja! Wir haben das Bein von der Puppe gefunden. Sind wir mal ehrlich, das ist obviously eine Puppe und kein Mensch. Und jetzt, wo wir das Bein haben, geben wir es ihm. Und wir sind wieder in der normalen Welt. Alter, das Spiel ist genial. Ich komme nicht klar, das Spiel ist genial. Was ist das hier? Okay, was sollen wir jetzt in der normalen Welt tun? Das ist die Frage. Öffnen wir die Tür? Finden wir irgendwas Neues hier? Komm schon, irgendwas muss da sein. Okay, wenn in der normalen Welt alles normal ist. Hängt die Leiche noch da? Nein, die hängt hier nicht. Dann muss ja was in dieser Welt nicht stimmen. Das Aquarium ist da, hier ist eine CD. Hier ist nix. Das hier... Oh, das ist eine neue Leiche. Oh mein Gott, ist das genial. Oh, hier gibt es auch einen Kaut. Um das Rätsel zu lösen, müssen wir wieder an den PC... Oh mein Gott, da ist der Typ. Müssen wir wieder an den PC gehen und zwar in die Facebook-Gruppe. Und die Facebook-Gruppe hilft uns dabei, das Rätsel zu lösen. Das Spiel ist genial. Und das Spiel ist 2016 rausgekommen? Kaum zu glauben. Aber ich glaube, das zweite Rätsel lassen wir jetzt hier erstmal so stehen. Probiert das Spiel gerne mal selber aus. Seid nur vorsichtig bei den Sachen, die ihr downloadet. Ich weiß jetzt nicht, ob die von random Leuten reingepostet worden sind, aber lasst zumindest einen Scan rüberlaufen, bevor ihr Sachen aus dem Internet downloadet. Ihr wollt euren PC ja nicht kaputt machen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist hier sogar noch ein zweiter Part drin. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich fand, das war super. Das war hammermäßig. Oh, das Spiel hat sich einfach geschlossen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen... Bis dann, ciao, ciao. Hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up.